Worauf muss ich denn bei der Finanzierung von Ferienimmobilien achten? Was sind denn Ferienimmobilien? Das kann zum einen sein, das Einfamilienhäuschen in einem Ferienpark, in einem Feriengebiet. Oder es kann auch auf der anderen Seite eine ganz normale Eigentumswohnung, natürlich auch ein Einfamilienhäuschen sein, das einfach nur zufällig dort steht, wo Menschen gerne Ferien, wo gerne Urlaub gemacht wird. Und es ist ein grundsätzlicher Unterschied. Das eine im Ferienhausgebiet hat das Thema, dass ich dort häufig nicht klassisch wohnen kann, also nicht ein Dauerwohnrecht erreichen kann, so ähnlich wie das diese Problematik hat mit den Campingplätzen oder mit Wochenendhausgebieten und solche Thematiken, ja. Und das andere ist eine ganz normale Immobilie, die eben hier kurzfristig vermietet wird. Ich muss auch unterscheiden, habe ich ein Betreibermodell drauf oder nicht. Also habe ich einen Generalpachtvertrag und verpachte hier zum Beispiel klassisch Centerparks-Modell mein Häuschen an Centerparks und bekomme hier also eine feste Entschädigung und die kümmern sich um Sanierung und so weiter. Oder habe ich hier wirklich eine freie Vermietung eben entsprechend, die es mir auch ermöglichen würde, selber es wohnwirtschaftlich entsprechend zu nutzen. Nun, das Schwierige ist natürlich ganz klar die Betreiberimmobilie, denn die ist im Prinzip gewerblich und hier muss ich eben auf entsprechende Produktanbieter zugehen, die hier es ermöglichen, eine Finanzierung von solchen Objekten zu machen. Und da gibt es diverse Regionalbanken, die eben in bestimmten Gebieten hier tätig sind. Welche Bank dafür in Frage kommt, ja, dafür stehen wir sehr gerne im Wege unserer Sonderfallabwicklung entsprechend bereit und können den Fall für dich abwickeln. Auf der anderen Seite gibt es natürlich dann auch die Immobilien, die ganz klassische Wohnimmobilien eigentlich sind und die eben nur kurzfristig vermietet werden. Nun gibt es dafür vereinzelt Banken, die sagen, okay, dann setze ich halt in diesem Fall die ortsübliche Vergleichsmiete an. Denn was wäre der Worst Case? Die Darlehensraten werden ihm voll angesetzt, aber keinerlei Einkünfte. Oder man müsste das Ganze gewerblich betrachten und dann sollten 3 Jahre schon entsprechende Vermietung da sein und die sollte natürlich auch alle Steuererklärungen und so weiter alles gemacht sein, damit es wieder funktioniert. Klassischerweise betreiben unsere Kunden das getrennt voneinander. Das heißt, sie machen eine feste Vermietung an eine Zwischenvermietungsgesellschaft und die vermietet dann wieder entsprechend weiter. Hier muss ich natürlich schauen, dass ich keine Betriebsaufspaltung produziere. Das heißt, die Gesellschaft darf nicht ausschließlich im Eigentum dessen sein, der die Immobilie hat, sondern mindestens ein anderer Eigentümer gehört noch rein. Ganz klassisch machen wir hier auch das Mama GmbH-Modell. Das heißt, die Zwischenvermietungsgesellschaft, im Regelfall eine GmbH, sind die Eigentümer, die Eltern, das Kind managt, das Kind hat auch gleichzeitig dann entsprechend hier ein Geschäftsführergehalt, aus dem dann die Finanzierbarkeit, die Bonität herrührt, das Kind kauft Immobilien, vermietet an die GmbH, die Mama GmbH, wo keine entsprechenden Beteiligungsverhältnisse vom Kind bestehen hin. Und es ist eine Zweckgesellschaft, die einzig danach dient, nicht nachhaltige Mieteinnahmen aus einer Kurzfristvermietung umzuwandeln in ein nachhaltiges Angestellteneinkommen, das dann wiederum dem Kind zufließt und woraus die Bonität kommt, um dort wieder weiterzukaufen. Als klassisches Modell. Ansonsten bleibt eben nur auf Banken auszuweichen, die eben sagen, okay, wir setzen ortsübliche Vergleichsmieten an. Dann muss man natürlich auch wieder schauen, geht dann die Haushaltsrechnung im Portfolio auf, wenn eben schon mehrere dieser Ferienvermietungsobjekte da sind. Und im Zweifel muss ich auf Banken zurückgreifen, die mir nicht so hohe Beleihungen ermöglichen und braucht dann viele Zusatzsicherheiten. Und gerade wenn ich in Ferienhausgebieten unterwegs bin, wo sowieso die Kaufpreise niedrig sind, ich denke jetzt zum Beispiel mal klassisch an den Harz in Deutschland, wo ich sowieso niedrige Kaufpreise habe, dann tue ich mich natürlich besonders schwer auch noch mit der Grenze 50.000 Euro und sehr kleinteilige Versteuerung. Aber möglich ist das und auch das lässt sich entsprechend hochskalieren. Nun fassen wir dann nur mal zusammen. Zum einen die klassischen Feriengebiete. Hier habe ich Betreiberimmobilien, da habe ich eingeschränkte Bankauswahl, muss schauen, welche Bank finanziert mir das. In einem gewerblichen Modell kann ich eventuell noch raus, dass es doch auch irgendwie wohnwirtschaftlich nutzbar ist. Ohne Generalpachtvertrag tue ich mich vielleicht etwas leichter. Oder auf der anderen Seite die Immobilien, wenn noch kein Bestand da ist, habe ich keine großen Probleme. Sage ich, okay, das Ding ist geplant, dass es ortsüblich klassisch vermietet wird.
Und was dann hinterher passiert, ist dann der Bank auch egal, solange insgesamt die Einkommenssituation passt. Und solange ich ja unter 750.000 Euro pro Bank an Verschuldung bin, wird im Regelfall ja dadurch, dass von der BaFin hier keine Nachforderungen sind, auch nicht nachgefordert regelmäßig, um Einkommen zu zeigen, sodass ich also hier problemlos dann auch meine Kurzfristvermietungseinkünfte haben kann. Und wenn dann die Bank doch mal nach 2 Jahren nachfordern würde und sagen, leg mal deine Vermögensverhältnisse und Einkommensverhältnisse offen, ja, dann hat man ja schon 2 Jahre nachgewiesen, wo es sauber funktioniert hat. Lässt man den Brief noch ein Jahr liegen, hat man noch ein drittes Jahr und dann kann die Bank auch nicht mehr kommen und sagen, das ist ja kein nachhaltiges Einkommen, denn es war ja 3 Jahre lang nachhaltig. Und damit ist auch dieses Problem dann spätestens raus. Oder eben die andere Variante, dass ich hier gleich hergehe und sauber trenne, zum Beispiel mit Mama GmbH und verschiedene Fliegen mit einer Klappe hier entsprechend löse. Zum einen, dass ich nicht in die Betriebsaufspaltung reinkomme und da komme ich ja auch schon rein, wenn ich den hotelähnliche Dienstleistung anbiete, also noch Reinigungsservice zum Beispiel dazu habe, dann habe ich ja auch schon hier ein Problem dann entsprechend mit einer Betriebsaufspaltung und hier kriege ich die Betriebsaufspaltung entsprechend gelöst und kann auch noch ein Einkommen produzieren, das mir in der Skalierung und Bonität weiterhilft. So viel zu dem Thema Ferienobjekte. Wir freuen uns auf die Anfrage und helfen gerne in der Finanzierung weiter.